Hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag. Ich fange heute wieder an, mal eine Runde Boot zu fahren.
Ja, herzlich willkommen, da bin ich wieder. Nur noch mal eine andere Optik heute wieder. So, könnt ihr ja mal so ein bisschen schauen, wie es im Spiegel heute aussieht. Guckt euch mal selbst im Spiegel an, genau. So wäre der Titel vielleicht. So, wir haben jetzt geladen eben gerade hier in Schenefeld. Jetzt sind wir schon wieder fast in Lurup. Ich hoffe, dass der Elbtunnel langsam mal wieder frei ist. Scheint wohl immer noch gesperrt zu sein. Das heißt, wir müssen wieder durch die ganze Stadt fahren. Denn der Elbtunnel ist gesperrt wegen einer Bombenentschärfung im Moment. Ich denke mal südlich vom Elbtunnel. Ja, so ist das manchmal. Sind leider die Tücken des Alltags. Sperrungen hier, Sperrungen da. So. Ja, jetzt geht es also von Schenefeld nach Wiedemar. Wiedemar liegt nordwestlich von Leipzig und östlich von Halle. Ja. Ja, ich bin ja mal gespannt, was ihr zu der Optik sagt, ob sie euch hier so gefällt. Das würde mich auch ganz gerne interessieren, ob ich die mal häufiger anwenden soll. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes momentan wie mit dem Saugnapf, aber ich habe ja keinen Saugnapf mehr, sondern nur noch den Schwanenhals mit der Klammer. Denn der Saugnapf ist kaputt gegangen, der hat sich in seine Einzelteile zerlegt. Den habe ich irgendwie aus Versehen mal kaputt gebrochen. Wie es passieren konnte, weiß ich auch nicht mehr. Wo rohe Gewalt Kräfte walten lässt, quasi. Modo. Was hier so scheppert, ist der Löffel in der Tasse. Damit müssen wir leider leben. Ist halt so. Könnt ihr mal probieren, ob er frei ist. Nicht, dann haben wir Pech gehabt.
Okay, Google. Scheiße. Ja, so, da bin ich wieder mal zwischendurch. So, Autohof Heuer in Salzwedel. Meine Pause gemacht. Und jetzt gehen wir weiter. Über die 71 Richtung Magdeburg. Lasst euch wieder mit den Bildern alleine. So, da sind wir wieder. Noch ein bisschen hier so unterwegs. Hier ist der Mittellandkanal schon wieder. So auf dem in dem Deich hier. So, und da fahren wir gleich drüber wieder. So, wollen wir mal gucken. Ich hatte eben gerade ein Schiff so unter den Brücken gehabt bei meiner Umleitung. Vielleicht sehen wir das ja gleich. Das müsste dann hier gleich von rechts kommen. Das Schiff. Da ist der Kanal, da müsste das Schiff sein, aber da ist das Schiff, da hinten ist er, da ganz, ganz hinten. Da war er ein Ticken schneller wie ich. Ja, ja. Mit seinem Kahn.
Ja, Leute, wunderschönen guten Abend. kennt ihr die Gegend hier noch? Hier so, da im Hintergrund oder so? Ja? So, vielleicht, so. Solltet ihr. Ne? Wieder mal. Industriegebiet. Wir haben es jetzt 18 Uhr, irgendwas. 18.04 Uhr haben wir es jetzt. Und ja, was soll ich sagen? Feierabend, ne? Morgen früh geht es wieder nach Hamburg. Ein Teil wurde jetzt schon heute aufgeladen, den Rest kriege ich dann morgen früh. Wie viel das morgen früh wird, weiß ich nicht, aber jetzt haben schon mal 30 Paletten Lego drauf. Ja, wenn ihr das dann seht, ich glaube, das wird dann irgendwann in ein, zwei Wochen sein vielleicht, je nachdem, wie schnell ich jetzt hinherkomme in den nächsten Videos. Jetzt ist es halt so, dass ich versuche dran zu bleiben, was ich eigentlich schon die ganze Zeit versuche, irgendwie dran zu bleiben, aber ist halt eben momentan schwer. Aber bei der Tour hier kann ich ja nachmittags noch meistens viel arbeiten und dann schauen wir mal. Also die erste Woche Fernverkehr hat schon einiges an Rohmaterial. Also wir sind dabei 150 Gigabyte Rohmaterial, was ich aufgenommen habe, was ordentlich ist. Das sind zweieinhalb Speicherkarten voll Rohmaterial. Das muss man sich mal reinziehen. Zweieinhalb Speicherkarten. Eine Speicherkarte fasst ungefähr 59 GB. Könnt ihr euch ausrechnen, bei 150 GB Rohmaterial sind das eigentlich schon fast drei Karten voll. Ja, ja, ich versuche mich da mal ein bisschen zu zügeln, was das angeht. Ein bisschen wieder runterschrauben an jedem Material. So. Ja, war das Schlusswort für heute Abend. Ich mache jetzt ein bisschen Arbeiten am Rechner und dann müssen wir zusehen, dass es jetzt weitergeht. Ne? Also bis dahin. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag. Und jetzt starten wir. Keine Sorge, Abfahrtskontrolle und so weiter ist alles gemacht. Aufgrund dessen, ich war schon draußen einmal, weil ich mal Bedürfnis hatte. Und dann läuft man schon mal einmal rum und in den LKW und guckt sich ein bisschen was an. Ja. Einmal kurz anschnallen. So, und müssen wir einmal kurz drehen. So. Ja, wollen wir hoffen, dass wir heute gut durchkommen. Anscheinend ist hier so ein richtig schöner, fetter Sturm über ganz Deutschland, habe ich das Gefühl, weil ich habe schon Nachrichten gehört aus Norddeutschland, wenn ja nun gerade hier in Nordsachsen. Ja, und er steht hier mal so richtig göttlich. Ja, wollen wir hoffen, dass wir heute halt eben durchkommen. Jetzt laden wir noch ein bisschen was dazu, weil ein Großteil ist ja schon gestern draufgegangen. Und dann wollen wir mal schauen, was da so noch heute dazu kommt. Also ich melde mich später. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin.
Echt jetzt? Oh, hallo. Da meckere ich schon rum, bevor es eigentlich richtig losgeht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Liegt daran, dass ich gerade dabei bin, für euch das nächste Video gerade hochzuladen. Es ist schon hochgeladen, es wird gerade verarbeitet. Ja, das dauert ja auch noch mal so ein bisschen. So, auf jeden Fall ja, bin ich dabei, gerade das hochzuladen. Und jetzt fahren wir hier gerade vom Platz rüber wieder nach Allermühe. Da steht der Auflieger. Damit fahren wir heute nach Schneverding. Schmeißen das Leergut runter, laden wieder. Ja. Und dann geht das von Schneverding nach Rating. Und von dort aus wieder zurück nach Schneverding. Das wird wahrscheinlich so wohl die ganze Woche laufen. Ich muss mir das gleich nochmal alles genau auch angucken, wie das denn etwa läuft. Seht ihr mich überhaupt gerade oder bin ich schief oder was? Also wenn ich jetzt in die Kamera gucke, habe ich das Gefühl, die Kamera ist schief. Oh, hallo Sonne! Ja, die Sonne ist auch da.